Moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist heute der Robin. Hallo Robin. Hi. Und der Mike, moin. Moin. Wir haben uns hier versammelt, mit einem schönen Kaffee in der Hand, weil Mike hier wie verrückt alles rumgedengelt hat und der wollte uns hier heute mal was zeigen. Beziehungsweise ich wollte eigentlich nur mal followen, der Robin wollte das auf jeden Fall nochmal hinter ihm herlaufen und ich dachte, ich schließe mich dieser kleinen Gruppe hier nochmal an. Was wolltest du uns denn da... Nack. Was wolltest du uns denn da zeigen? Ja, wie man hier schon mal sehen kann, wenn man rüber guckt, ich bin gerade jetzt dabei, Statoren zum Eisengebäude zu schicken, dass man da Motorproduktion anfangen kann. Und dafür habe ich hier das ganze Stockwerk dann auch fertig gemacht. Ja, geil. Das ist alles von unserer bisherigen Produktion abgeleitet. Also sämtliche Überschüsse sozusagen, oder wie? Richtig. Ich habe in der Kupferproduktion durch den neuen MK2-Miner, den wir vorher nicht hatten, jetzt eine vierte Schmelze anbringen können, wodurch wir genug Kupferbarren produzieren, dass man hier oben noch mehr Draht herstellen kann, um dann diese ganze Produktion zu versorgen. Und Stahlrohre produzieren wir auch über 5 Stück pro Minute. Sehr nice. Sehr schön. Sehr schön. Das alles habe ich dann auch von den anderen Gebäuden jeweils hoch und rübergelegt. Ja, hier ist auch so ein Produktion cooler Durchgang. Ist die ganze Stahlträgerproduktion hier im Stahlgebäude, hat es da jetzt irgendwas noch geändert? Nee, du hast jetzt bloß noch die Überschüsse rübergezogen, ne? Richtig, ich habe jetzt hier weiter nichts verändert. Das Einzige, was als nächstes kommt, ist, dass hier links an der Wand die Stahlbetonproduktion irgendwann da wegkommt, weil das wird alles nach eine Etage höher verlegt. Da kommen dann da später von den beiden Containern kommen dann noch Förderbänder raus und dann mit einem Elevator nach oben und dann wird da Stahlbeton produziert. Aus irgendwelchen Gründen ist hier der eine Konstruktor für Beton im Standby. Ja, weil das bei mir nicht richtig hinhaut, die an- oder auszuschalten. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Und manchmal schaltet das eine Minute später dann erst um und dementsprechend... Okay. Gut. Nee, hätte sein können, dass das passiert ist, weil ich da irgendwie was rumgewuschelt hatte. Nee. Okay, gut. Zum Glück nicht. Ja, sehr schön. Also, es war ein anderer Spielfehler. Es war nicht dein Fehler, es war ein Spielfehler. Okay. Dann können wir... Also ich muss ja wirklich mal sagen, dass was der Luke auch schon gesagt hatte, während wir, glaube ich, noch nicht aufgenommen hatten, dass Mike seine Planung hier mit Abstand die beste ist. Nicht nur die Planung, sondern auch das Hübschbauen. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn wir auf dem Eisengebäude stehen. Das sieht einfach hammergeil aus. Das sieht wirklich aus wie so eine Fabrikhalle. Eisengebäude? Achso, von außen. Ja, von außen auch, ja. Genau. Das ist, ich glaube, das hat damit zu tun, dass du dich mit so einem Gewerbe, in dem Gewerbe auskennst, Mike. Das kann durchaus sein, ja. Aber das ist richtig gut, dass du das schon mal rübergeführt hast hier. Dann können wir nämlich, sobald die halbautomatische Ressourcenproduktion für den Lift fertig ist, können wir dann da die ganzen Dinge abreißen, die wir da hochgestellt haben. Und da anfangen dann modulare Rahmen, hier die schweren modularen Rahmen und Motoren und alles zu bauen. Und dafür brauchen wir das dann. Ja. Und apropos Ressourcen für den Lift, Robin, wollen wir da mal abchecken, wie weit das ist, was wir da noch brauchen und so? Ja, ich habe schon mal nachgeguckt. Wir brauchen 500 von den intelligenten Beschichtungen. Da haben wir... Oh Gott, ich habe keinen Platz im Inventar. Da haben wir 420 aktuell. 3. Alles durchsortieren hier. Warte mal. 1, 2. Das, du hast jetzt nicht sortieren geklickt, oder? Ja, doch. Es war sortiert. Da waren Einzelstapel dabei mit 2 und 13 und hast nicht gesehen. Ja, das war auch wichtig, damit es so, ein Platzhalter ist. Aber jetzt haben wir die 500 auf jeden Fall. Von den intelligenten Beschichtungen. Wir brauchen dann 500 vierseitige Rahmen. Davon haben wir 1, 2, 3, 4, 334, 84 so rum. Was? 100, 200, und 300. 100 von denen brauchen wir hier. Pass auf. Ich mache mal Platz da drin, soweit ich kann. Mhm. Leg das schon mal rüber.
von den Verkabelungen von Intelligenten, da kannst du die Produktion dann gerne mal unterbrechen. Ja, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Genau, da haben wir jetzt erstmal ausreichend. Moin. Moin. Ich bring das mal kurz rüber. Ja, mach mal. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen für den Mike, falls er dann doch mal nicht weiß, was er tun möchte. Oh, was denn? Wir hatten ja gerade noch gesprochen hier von der Kalkzufuhr, die hinter das Kohlekraftwerk gelegt wird. Ja. Den Strom habe ich dir soweit schon gelegt. Du bräuchtest eigentlich nur noch das Förderband dir so legen, wie du es haben möchtest. Und natürlich noch mit der kleinen müßigen Aufgabe, dass du das halt über das Stapelmoped da drüber führst. Okay. Ja, da kann ich dir dann auch gerne gleich behilflich sein, dass ich dir irgendwelche Sachen bringe oder was auch immer. Oh, wir haben schon wieder keine Stadt. Das ist sowieso auf dem Hin- und Herwege gerade. Stahlträger brauchst du? Ich habe 100 bei mir. Ja, das reicht wahrscheinlich im Leben nicht, aber das ist schon mal ein Anfang. Ja. Ich will jetzt bloß endlich mal mein Inventar ein ganz kleines bisschen leerer machen. Obwohl, halt, Moment, falsche Richtung. Ich habe hier noch hunderte von Kohle im Inventar durch das ganze Abreißen der Förderbänder da beim letzten Mal. Dann hol ich dir jetzt mal den Schredder. Ja, genau. Und ich würde sagen, ich hole mal hier Dingsi, wie heißt das jetzt? Stahlträger. Und füll die den Kasten da mal ein bisschen auf, dass der weiter produziert. Mhm. Deswegen haben wir da nämlich eine Ungleichheit. Übrigens, der Kanister, ich sage mal Kanister, der Container, der war übrigens perfekt sortiert, ne? Also so, ne? Diese einzelnen kleinen Slots, die da waren Platzhalter, damit das nicht mit den automatischen Kabelmopeds vollläuft, sondern dass genau 1000 Slots in dem Karton von dem einen sind und 1000 Slots von dem anderen und der Rest halt vollläuft. Aber es ist natürlich, wenn man da als erstes mal reinguckt, ziemlich unübersichtlich. Ja, ich sehe da bloß, dass dann da mehrere so verteilt sind und dachte mir so, okay, wie sollst du denn das jetzt zählen? Ja. So, dann klopfen. Ich muss mal ganz kurz noch zum Hub hoch und an die Naturkiste ran, weil ich hier schon wieder um mein Überleben kämpfen musste vorhin. Ja. Da habe ich wieder deutlich mehr Platz im Inventar, dann brauche ich jetzt nicht hier 5000 mal hin und her fliegen. So, 150 von den Dingern habe ich jetzt schon drin. Das heißt, 350 brauchen wir noch. Die ja jetzt bestimmt schon vorproduziert sind. Das wäre natürlich sehr schön. Ich frage mich auch, ob man diese Lift-Parts, nennen wir sie jetzt einfach mal, ob man die später noch für irgendwas braucht. Oder ob man die gleich in den Schredder hauen kann, wenn sie zu viel sind. Ja, das ist die Frage, ne? Die sind ja, glaube ich, bis jetzt nur dafür da. Aber vielleicht gibt es ja neue Artikel, Produkte, Dinge, die man bauen kann, die sowas dann brauchen. Ja, das ist halt wirklich die Frage. Aber wir müssen einfach mal gucken. Wenn wir so irgendwann mal feststellen, dass wir es wirklich nicht brauchen, dann hauen wir es einfach den Schredder und fertig ist. Auf jeden Fall. So. Hier müssen Stahlträger... Mike? Ja? Sehe ich... Okay. Schon gut. Ich dachte jetzt schon gerade, dass der Lift in zwei Richtungen führen kann unten, aber du hast ihn halt einmal umgedreht, okay. Ich habe mich gerade gewundert, seit wann das geht. Nee, ich habe ihn nur umgedreht. Okay. Also das wäre cool gewesen, so eine Art Splitterlift. Ja, das wäre schön. Eins, zwei... Ja, das reicht nicht. Ja, wie gesagt, die Produktion war auch kurz unterbrochen, die läuft jetzt aber weiter. Wir produzieren davon 5 Stück pro Minute. Wie viel brauchen wir denn noch? Von den... Welchen meinst du? Also die Beschichtungen? Ja. Da brauchen wir jetzt noch 78 und von den anderen, von den vielseitigen Rahmen, brauchen wir noch, warte mal, wie viel war das? 1, 2, 300, 64, 164. 164 noch. Mhm. Davon produzieren wir, warte kurz, 12,5. Ja, also rund 15 Minuten, 18 Minuten insgesamt, dann haben wir alles drin. Bist du auch ganz sicher? Weil, also, so Kabel und so. Was mit Kabel? Und was hat doch da so Stahlträger. Extrem viel Kabel gefressen? Ach, Stahlträger war das. Die automatische Verkabelung hat viel Kabel gefressen. Die brauchen wir ja aber nicht mehr. Stimmt. Die ist durch. So, und genau, von dem Abriss der automatischen Verkabelung habe ich jetzt noch 6 Batterien. Soll ich da mal 2 Kraftwerke übertakten?
Ja, kannst du machen. Ich denke, Kohle und Dingens reichen definitiv aus für weitere Übertaktungen. Also Wasser auf jeden Fall und Kohle, denke ich da auch mal. Definitiv. Also, wenn das Wasser nicht mehr reicht, dann haben wir echt Mist gebaut. Ja. Und wenn die Kohle nicht reicht, wir haben ja noch zwei unreine Kohlevorkommen am Meer, ne? Da können wir immer noch was einspeisen. Ja, das stimmt. Die haben wir noch gar nicht So. angerührt. Korrigiere jetzt erstmal hier meine Notiz, dass wir davon noch 150 brauchen und davon noch 200 insgesamt brauchen. Gut. Das wiederum müsste ja dann auch im Container liegen, wenn wir dann nachgucken, was wir noch brauchen und was nicht. So, dann würde ich doch sagen, gehe ich jetzt nochmal kurz ins Kupfergebäude rüber, leg mir da diese Kupfer-Alu-Dinger da nochmal weg, damit die auch raus sind aus meinem Inventar und dann helfe ich mal dem Mike, sich eine weitere Kalkzufuhr zu legen. Wenn er das nicht schon fertig hat. Der ist ja Nein, so nein. fleißig immer. Diesmal Ich noch nicht, ja? nee, nee. Ich habe jetzt gerade die Brücke fertig zwischen dem Kupfer, Stahl und dem Eisengebäude. Da brauche ich immer noch irgendwas. Also Kraftwerk ist übertaktet. Wir haben jetzt aktuell 1841,6 Megawatt zur Verfügung. Nice. Und ist Das immer kann man noch noch, machen. genau, ist ja noch Platz da, ne? Also. Weißt du, was wir mal machen könnten bei Gelegenheit, wenn wir gerade keinen aktiven Plan haben? Wir haben aktive Pläne. Das ist mir auch neu. Ja, okay, wenn wir keine Dinge haben, an denen wir gerade aktiv, das Wort sollte ich vermeiden. Es wird einfach nicht besser, Ja, egal was du jetzt sagst, es wird nicht besser. okay, dann frage ich anders. Wollen wir mal den Berg hochklettern, da wo ich diese ganzen 30 Türme darauf gebaut habe? Du wirst nicht glauben, woran ich gerade gedacht habe, weil ich es gerade gesehen habe. Nein, ehrlich, sag mir nicht, dass du genau das gedacht hast. Ich dachte gerade dran, aber da ist mir eingefallen, im Moment, du bist eigentlich gerade losgelaufen, um verstärkte Platten zu holen, um für den Mike den Zugang zu legen für das neue Kalkvorkommen, was er braucht. Es ist ekelhaft, wie oft wir selbe Dinge denken. Es ist richtig ekelhaft. Es ist nicht nur ekelhaft, es ist auch gruselig. Absolut. Ja, dann lassen wir dir doch helfen da bei Mikes Ding. Und dann. Ich würde dir vorschlagen, wenn du mal eben mitkommst, bitte. Wo bist du Du denn? bist gerade wieder im Dings da drin. Du bist jetzt reingezogen Oh, worden, oder? Du ja. kannst übrigens nochmal probieren, ob du dort die Richtung wechseln kannst, Nee, wegen des kann ich Fluges. nicht. Leider nicht, schade, Nee, ich okay. hab's, probier's aus. Steuerung, rückwärts, Ah. vorwärts. Ich komm zurück. Ja, na, ich mache das ohne Steuerung die ganze Zeit, aber Ich vielleicht. hab probier alles. Mit, ohne, mit Okay. Shift, ohne Shift, alles. War schön, wie man hier gegen die Wand klatscht. Ja. Das wirst du brauchen. Ja. Was soll ich denn machen? Denke ich mal, vermute ich mal. Und zwar hier hinten unsere Betonproduktion. Die muss ja auch Ja. endlich mal wieder in Betrieb genommen werden. Es sollte definitiv ausreichen mit einem Miner, der auf MK2. Oh, hier liegt noch eine Kiste. Achso, okay. 120 die Minute fördert. Müsstest du eigentlich fast drei Konstruktoren versorgt bekommen. Okay. Ohne Batterie. Ja. Und dann? Also zwei sollten auf 100% laufen und einer so auf 95% oder so. Damit wir halt hier wieder unsere ganz normale Betonproduktion haben, weil die läuft nämlich schon seit mehreren Folgen gar nicht. Ja, das stimmt, die ist abgeklemmt. Genau. Und das hier, was hier dran ist, das wird ja sowieso abgeklemmt. Ah, das führst du dann Das zu geht Mike, nämlich. oder wie? Genau, das wird mich jetzt zu Mike rübergeführt. Da muss ich jetzt hier bloß mal das Okay. abreißen. Der Container, gut, da müssen wir das wahrscheinlich mal manuell kurz rüberlegen in den Schredder-Container und fertig ist. Der ist nämlich voll mit Kalk. Ne, vom Baum. Okay. Kalk. So. So. Ist es doch mal eine Aufgabe für heute, dass wir das machen, während unsere ja, Level 2 Parts fertig werden vom Lift. Passt doch super, würde ich sagen, vom Timing her. Ja, das würde ich auch sagen. So, hier ist noch Da. diese komische Stromzufuhr, die hier nichts zu suchen hat. Ja, moin, Stromzufuhr. Wollschwein! Ach Mann, warum kommen die immer dann, wenn ich hier am Bauen bin? Warum lässt sich. Jetzt. Irgendwie komisch, also irgendwie will mein Becher manchmal nicht aktiviert werden. Als wenn der übersprungen wird. Okay, hast Oh, du den ich noch hab. mal raus und wieder reingepackt oder was? Ja, habe ich auch schon gemacht. Hi.
Aber der überspringt den bei mir manchmal einfach. Ja, Mike, was sagst du? Dachtest du guten Tag? Du sagtest also, guten Tag, zu wem denn? Zu dir. Weil ich plötzlich wieder da war. Und wir wollen dann jetzt diese Förderlinie von wo aus umlegen? Von der Mine aus theoretisch der Stromzufuhr folgen. Die habe ich mir schon separiert. Ach, der war aus, weil ich den noch nicht eingestellt habe. Ich tortel. Nein, okay. Stimmt, beim Schwimmen geht das nicht. Ah, schade. Neuer Versuch. Na? Hey? Hey? Du hast jetzt ein Förderband von meiner Nase gebaut, ja. Aber, was? Hey, das war davor schon da? Hast du es gerade weggerissen? Nö. War das schon alles auf MK2? Habe ich jetzt MK2 hier drin? Was denn da für ein Vorkommen? Ach, Kupfer, glaube ich. Ach so. Ja. Ich habe gerade auf MK3 versehentlich aufgerüstet, das wird sein, ja. So, ohne Übertaktung, sagt der Chef. Dann wird ohne Übertaktung. Für einen Miner haben wir denn da? MK2. Okay, ja dann. Auf einer normalen Ader? Ja. Also sind 120 die Minute. Okay. Ah, perfekt. So, der fördert 120. Ja, perfekt. Also ich mache das jetzt nicht ganz exakt hier die Stromzufuhr entlang. Sondern. Auch ein ganz kleines bisschen hübsch. Ein ganz kleines bisschen hübsch. So schön über den See. So. Oh, kann da ich. Sind ja wieder die Freunde hier. Kann ich euch da noch irgendwie helfen wieder? Nee. Ich glaube, eigentlich sind schon sogar zwei zu viel. Außer jetzt gerade hier mal kurz Wespen vernichten. Aber haben wir alle mal. Betonproduktion läuft wieder in vollem Gange. Das ist ja. Das ging ja schon schnell. Jo. Ist auch schon wieder vollgelaufen. Die war gar nicht leer. Okay. Warum hast du jetzt den Timer eigentlich gestellt? Ich habe immer automatisch einen Timer an, sobald ich die Aufnahme starte. Das ist gut. Wir sind bei 17 Minuten und ein paar Sekunden. Können wir das Förderband nicht sogar hier unter drunter durchlaufen lassen? Könnte funktionieren, aber müsstest du mal bitte netterweise gucken auf der anderen Seite, ob wir das dann da auch vernünftig oben drauf auf der Stapelmoppet bekommen. Ja, wenn ich jetzt nicht festhängen würde. Oh, so, jetzt geht's. Geht dazu. Zur Not schlittern. Ja. Ach, Vorsicht, Spinne hinter dir. Hä? Okay, sie kommt zu mir. Und sie ist tot. Bevor ich da jetzt zu euch laufe, gucke ich lieber mal, wie weit die Produktion für die Lifter-Sachen ist. Ah, du meinst da oben drauf? Genau, das wollte ich dir auch gerade vorschlagen. Jo. Ich muss mir mal hier eben eine Rampe ranbauen. Tut mir leid. Hüpf. Damit ich da einmal hochgehen kann. Ja, und siehste, es wird sofort so auch gar nicht. Rampe benutzt, sehr schön. Nee, das müssen wir... Würde mehr Sinn machen, wenn wir das von der anderen Seite direkt oben raufführen. Was du auch möglicherweise machen könntest, wenn du mal schon die Stapelmoppets voraussetzt, wenn du gerade die Mats dafür hast. Oh, die hab ich. Kein Problem. Gut. Ansonsten, ich hab zur Not noch ein paar Stangen dabei, falls du brauchst. Und ein paar Platten. Ganz vergessen. Guckt euch doch mal das Gebäude an. Das hat Mike gebaut und das sieht ja wohl tausendmal geiler aus als unsere Klumpen, die im Orange da rumstehen, oder? Ich finde, das sieht aus wie so eine echte Fabrikhalle. Das sieht echt gut aus. So, ich wollte euch nicht unterbrechen da. Mir ist nur aufgefallen, ich habe gesagt, ich zeige euch das Gebäude jetzt von der anderen Seite, bin rübergegangen und habe es nicht gezeigt. Also, mach ich jetzt. Ich hab nur mein typisches Headset-Problem gerade gehabt. Oh, schon wieder? Mhm. Das ist ärgerlich. Mike, bitte noch eine Etage drauf, sonst kommen wir nicht von oben dran. Wie viel brauchten wir jetzt von... Augenblick, Luke. Ich wollte, dass er da und dann geht er schräg hoch auf die anderen drüber, dachte ich. Oh, ist zu weit. Okay. Müsstest du hier vorsetzen dann? Ja. Hier so ungefähr, ja. Naja. Ach, siehst du, hat er bei mir gerade wieder falsch rum angezeigt, aber war richtig rum. Aber. Komm, der müsste so dann weit kommen, oder? Von der Länge her müsstest du. Ach, du hast schon hier gemacht. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ah, super, okay. Ja, und dann ist es ja von hier aus immer die gleiche Entfernung. Und Stapelmoppet ist dran. Genau, so läuft es doch. Super. Robin? Mike wollte bestimmt gerade, Luke wollte bestimmt gerade fragen, wie viel wir noch von den Gedönse da brauchen. Genau, du hast dir das aufgeschrieben, oder?
Ja. Warte mal, ich habe hier gerade einen Anzeigefehler irgendwie. Ich kann den nicht setzen. Auf deinem Blatt Papier? Okay. Kannst. Ja, auf dem Blatt Papier habe ich es mir aufgeschrieben. Und Ich zwar meine den intelligente Besch. Anzeigefehler. Nein. Ja. Der war auch wieder sehr flach, mein Lieber. Ja. Intelligente Beschichtung, 150 Stück noch insgesamt, die wir brauchen. Ja. Und vierschichtige Rahmen, 200. Perfekt. Vielschichtige Rahmen haben wir durch. Die sind fertig. Sehr schön. Dann brauchen wir nur noch die intelligente Beschichtung, irgendwie 20 Stück oder so. Okay. Das ist ja jetzt interessant. Den Rahmen, den du gerade, diese zwei Masten, den du jetzt gesetzt hast und der nächste, der kommt, die kann ich nicht setzen. Wird mir Warum? angezeigt, es ist möglich, aber wenn ich drauf drücke, passiert nichts. Hast du wirklich noch alle Mats? Ja. Also Betonplattenstangen? Ich habe alles noch mindestens 280 Mal. Das ist wirklich eigenartig. Kannst du denn die Fördermasten bauen? Hast du noch massenhaft Dingensbumsens hier? Obwohl, kann ich dir geben dafür. Du meinst die Standard? Oder auch hier Nee, die die doppelten? Verstärkten Eisenplatten meinte ich. Verstärkte Eisenplatten, ja, die habe ich dabei. Okay, dann würde ich sagen, tauschen wir einfach die Rollen. Ich mache die Stapelmoppets. Übrigens wirst du angegriffen. Ich merk's gerade. Dann würde ich einfach sagen, dass du halt das Förderband machst und ich mache die Stapelmoppets, dann geht das hier. Ja. Wenn ihr noch was braucht, sagt Bescheid. Ich habe jetzt noch tonnenweise Kram dabei, ne? Kein Joa, wir sind Problem. eigentlich schon so gut wie durch, könnte man fast sagen. Ja, toll. Schön, dass wir jetzt die Rollen getauscht haben. Mit Stapelmoppets, die Schicht sind wir fertig. Ja, ich weiß. Weil von jetzt an ist ja dir überlassen, wohin du das Kalk haben möchtest. Ja. Willst du jetzt Also zu wo dem. es in dein Gebäude reinführen soll, sozusagen. Ja, genau. Oder willst du das hinten über die lange Pipe legen, was hier hinter der Düne irgendwo war? Das wäre schön, aber das wäre ehrlich gesagt Materialverschwendung. Ich habe gerade eine andere Idee. Das sieht natürlich sehr schön aus dann. Ah, du willst es oben auf den Dünen kommen und dann über diese Wurzel hier führen, oder? Richtig. Ah, dann du wolltest aber also sowieso hoch in die nächste Etage gehen, dann macht es ja mehr Sinn. Richtig. Gut, dann viel Spaß damit. Warte, pass auf, ich gebe dir hier noch weitere Förderbandmaterialien. Da habe ich noch einige hundert dabei gerade. Oh, das ist schön. Ja, und wenn du wiederkommst, bis du hier bist, sind die Sachen auf jeden Fall fertig. Dann können Ist ja wir perfekt. auf jeden Fall zu dieser Folge noch den Lift hochschicken. Dann würde ich sagen, gehe ich erstmal ein bisschen den Schredder füttern, weil wir ja gerade momentan überall eine schöne Überproduktion haben, damit wir uns dann von den nächsten Coupons gleich auch mal die Gehwege freischalten. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Da hat ja der Luke einen kleinen Faible für. Nett, dass du dich fetisch gesagt hast. Ich wollte dieses Wort extra vermeiden, ja. Ach, schade. Funktioniert nicht. Ach, Luke, ey, manchmal wirklich, also manchmal, da möchte ich ja, weißt du? Manchmal, aber nur manchmal. Genau das, worum es in diesem Song geht. Ja. Liebe und Ja. Einigkeit. Richtig. Nein. Häschen, die über eine Wiese hoppeln. So, ich knall auch noch mal was in den Schredder. Ich habe da auch noch ein paar Sachen über. Wenn du noch Platz findest, ja. Ja, Gerne, viel der Spaß. ist schon wieder ein bisschen leer gelaufen, der Container. Welchen Container meinst du? Achso, Ja. du bist da hinten dran. Okay, nicht, dass du jetzt einen anderen fütterst hier. Nee. So. Wir haben schon wieder fast den nächsten Coupon durch. Einer müsste ja noch irgendwo in der Kiste liegen. Zwei sogar. Also sind wir dann schon wieder bei drei. Ich guck mal im Shop, was wir uns von drei leisten können. Ich mache jetzt mal was ganz Krasses. Was denn? Auch nix. Was kann man sich da Ist leisten? was. Oh, ich weiß, Oh was du nee, das gesehen ist hast. nur was für Wetten, später. ich Die, weiß, die, was die, du die. gesehen hast. Was? War es das Kart? Nee, das nicht. Ah, Das verdammt. kostet 10. Okay. Boah, 10. Das kostet 10, ja. Pro Stück, soweit ich das verstanden habe, ne? Nee, das kannst du doch dann. Oder ist. Okay, ja, stimmt, doch, könnte sein. Müssen wir dann probieren, ja. Nee, was ich gesehen habe, sind die Wandanschlüsse für die Rohrpost und für die Pipes. Auch schön. Gehweg kostet 2, können wir jetzt schon. Super Sache. Nee, Moment mal. Moment, das ist Treppe, wo ist Gehweg? Jetzt habe ich mich total gefreut und er enttäuscht mich. Gingen wir gerade genauso. Du bist nicht allein. Schande.
So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier das Förderband, was zum Schredder führt, aus dem Storage-Container auf MK3 aufrüsten. Wenn wir MK3 schon haben, füttern wir den einfach schneller. Ja, bitte. Gehwege kosten 6. 6 Coupons für Gehwege? Ja. Ja. Aber du weißt auch warum, weil die einfach mal toll sind. Ja, aber was stimmt mit den Gehwegen denn nicht? Sind Goldrelings Geländer oder was? Ja, du, die Zäune von den Gehwegen haben auch einen Coupon gekostet. Das Geräusch finde ich gut. Mach das nochmal. Nein. Kennst du das? Nein, nicht deswegen. Es gibt da so ein Video. Du machst jetzt hier keine Soundboards von mir. Ich bin fleißig am Sammeln, ne? Soundboard-Sounds. Wirklich fleißig. Wir hatten nochmal einen Outtake zwischendrin. Ganz witzig, Leute. Und dann hat er einen coolen Sound gemacht. Den habe ich leider nicht mehr mit drauf gehabt. Sonst habe ich alles aufgenommen. Und weißt dann du den? Jetzt, ja fast, aber der war authentischer, als es ernst war. Ja, da war auch mehr Wut drin. Ja, genau. Darum ging's. Den habe ich leider nicht mit aufgenommen. Aber ich verspreche euch, das kriege ich noch für das Soundboard. Also, aber ist ja eh erst, wenn er 1000 Abonnenten hat, ne? Also, vorher nicht. Ja, bitte? Wir haben hier noch 2 mobile Miner. Brauchen wir die überhaupt noch? Wieso, willst du die schreddern? Nein. Nö. Schredder ruhig. Ich will manchmal gucken, wie viel die bringen. Kannst du sogar jetzt gerade reinlegen. Der letzte Platz ist frei. Dann fährt das als nächstes. Wo ist er hin? Er fährt da ist er. Ich kann so ständig gucken. So. Und er... Wird noch verwurstet? Nee, er steht kurz davor. Oh nein, der kann nicht reingezogen werden, oder? Der kann nicht verwurstet werden. Das ist ja blöd. Schade. Da wird es wohl generell so sein, dass Ausrüstung... Ich mach das. Immer das. Oh, Alter. Ja, ich habe MK3 dabei. Ja, ich auch. Echt? Ja. Oh. Oder? Ah, nee, ich hatte noch. Stimmt, ich hatte zwar die Mats dafür, aber ich habe die Kurzwahl noch auf Dingensert. Jo, passt schon. Ist wieder angeschlossen. Ja, dann wird es generell so sein, dass Ausrüstungsgegenstände nicht geschrottet werden können, denke ich mal. Ja, gut, aber damit kann man ja leben. Die hat man ja meistens auch nicht zu viel. Und ich würde sagen, jetzt haben wir hier genug Zeit verplempert. Ja, auf jeden Fall. Wir können da mal hin moven. Genau. Ich reiß mal nur noch dieses Förderband hier ab, damit dieses Chaos hier endlich mal verschwindet. Ja. Kann man eigentlich, das würde mich mal interessieren, der industrielle Lagercontainer braucht gar keinen Stahlbeton mehr. Ist bestimmt schon... Was sonst? Der braucht jetzt nur noch Stahlträger und Stahlrohr. Okay. Aber man kann den alten nicht mit dem upgraden. Schade. Stimmt, das wäre auch noch eine schöne Sache. Aber das hatte, glaube ich, Mike schon rausgefunden, als er doch seine ganzen Container auf Tier 2 aufgewertet hatte für seine Stahlproduktion. Das kann sein, ja. So, das da rein und das. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Hochgeschwindigkeitsrohre ein bisschen langsamer geworden sind. Oder ich bin dicker geworden. In-game. Wahrscheinlich beides. Weiß ich nicht. So, 150 von denen hier und trotzdem werden noch welche produziert. Luke, du hast irgendwie, ich weiß nicht, ob du das auf Masse gerechnet hast. Ich hab's nicht abgemessen. So. Okay. Ich habe einfach reingedonnert. Wir haben alles, was wir brauchen. Sehr schön. Dann würde ich jetzt einfach die Stromzufuhr hier oben abklemmen. Ja, ich auch, ja, richtig. Ich komme da hoch, ich reiß die Gebäude sowieso weg. Ach so. Ich bin gerade da. Ja, dann reiß weg. Weil ich, die Produktion für die Rahmen und so, die baue ich da komplett neu. Weil jetzt die Sachen stehen ja jetzt mittendrin. In welche Kiste haben wir eigentlich jetzt die Naturalien gepackt? Oben am Hub. Ah. In die Hub-Kiste, wie immer. Ja, ich dachte, weil wir die Batcave haben, haben wir das umgelagert, aber nee. Dann bringe ich das hoch. Mir fehlt kein schöner Platz ein. Okay. Ey, mir ist jetzt echt schon wieder... Ah, ja klar. Weil ich jetzt so viel abgerissen habe, ist mir jetzt das Inventar wieder vollgelaufen. Da stehen hier oben ein paar Kisten rum. Ja, ist kein Problem, die brauche ich ja dann eh, wenn ich das da umbaue. Naja, da sind aber auch Kisten mit diesen intelligenten Beschleunigern und sowas drin. Aha. Beschleuniger. Schau doch. So, ich habe mal kurz die ganzen
schweren Platten, die da oben noch drinne waren, habe ich jetzt erstmal unten reingelegt. Mhm. Geh jetzt mal bloß diese Sachen hier raus, die wir eigentlich nur für den Lift brauchen, aus den Kisten, und lass die Kisten ansonsten stehen. Ja, wie gesagt, um die Kisten kümmere ich mich dann, wenn ich da sowieso umbaue. Ja, aber wie gesagt, diese Lift-Dinger, die will ich mich jetzt gleich in den Schredder mal hauen, um zu gucken, ob man die denn schreddern kann. Aber nicht, dass es heißt, dass man die nicht schreddern kann. Aua. So. Wir sind eigentlich schon wieder an der Überlänge, wa? Nee. Wir sind jetzt gerade bei 30 angekommen. Also es ist passend zum Ende, dass wir den Lift zünden, zum Ende der Folge. Sag mal, wie viele Schrauben hast du denn da reingeknallt, Junge? Ja, ein paar. Du bist jetzt, lass mich raten, du bist hier dauerhaft damit hin und her laufen und haust die Überproduktion rein, wa? Nee, das war das, was ich noch im Inventar hatte. Okay. Ich hab mal eben noch die ganzen Statoren da reingehauen, die aber zu viel hatten. Ach Mist. Was hast du angestellt? Ich wollte. Ich bin, hab einen zu engen Bogen gezogen beim Umdrehen und bin wieder ins Rohr gestiegen. Na, wie gesagt, das war ganz witzig, als ich die Verbindung rüber zum Stahlwerk gelegt hatte. Da war hinten dann der Ausgang zu nah am Eingang. Du darfst das nicht von hier machen, wir haben doch ein Podest. Jo, stimmt, hab ich vergessen, Entschuldigung. Ja. Müssen wir eine Wand vorziehen, damit ich da nicht mal rangehe. Ja. So eine Art Idiotenmauer. Ja, wenn man irgendwann beschriften kann. Go here, Idiot. Mal. Cool. Was denn? Wenn ich weiter wegstehe, ist der Monitor von dem Pult gelb. Und wenn ich ranlaufe, wird er kurzzeitig transparent. Okay, jetzt hatte ich einen Ruckler gehabt, war natürlich ein schöner Vorführeffekt. Wenn ich ranlaufe, dann wird er kurzzeitig transparent. Und dann verpixelt der sich zu einem klaren Bild. Bei mir steht da immer ein klares Bild. Nö, ich hab, wenn ich ein bisschen weiter weg bin, ist bei mir gelb. Also wenn ich hier stehe, steht da immer noch Space Elevator. Und wenn ich da rangehe, geht's. Du siehst es ja, wenn du bei mir guckst, dann. Also, mir ist es gelb. Bei mir steht Space Elevator. Mir ist es gelb. Genauso. Ach, ich, okay, es ist irgendein Anzeigefehler bei mir, weil hier die Kabel, die gelben, die waren bei mir auch gerade erst erschienen, als ich rangelaufen bin. Okay. Vielleicht ja. ist aus irgendeinem Update-Grund die Sichtweite vielleicht oder die Renderdistanz oder so hat sich verändert oder keine so? Ahnung. Ja, egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, beim letzten Mal habe ich den Hebel gezogen, diesmal bist du dran. Jetzt darf ich? Ja. Ziel. Und den Knaller. Send. Und tschüss. Oh, die Animation ist echt schöner geworden jetzt, ne? Irre. Ja. Und weg ist er. Also ganz ehrlich, da oben möchte ich nicht drauf sitzen. Da breche ich mir alle Knochen bei so einer G-Kraftbeschleunigung oder wie das auf heißt. Auf jeden Fall, ja. So, wir haben eine neue Produktion freigeschaltet bekommen. Irgendwas mit Rahmen habe ich gelesen. Nein! Ach, zum Glück kann ich hier gegensteuern. Ja, bist auch ins Rohr gelaufen. Ich glaube, wir müssen uns da auch mal so eine Sicherheitswende davor setzen. Ja, vielleicht einfach einen höher machen. Dass man da dran springen muss, wenn man da rein will. Oder so, ja. So, Tier 5 und 6 stehen zur Verfügung. Ölaufbereitung, mein lieber Luke. Öl haben wir ja schon gefunden. Nachdem wir endlich unsere Kohleaufbereitung optimiert haben. Man kann Petrolkoks bauen. In der Ölaufbereitung ist Petrolkoks dabei. Die schweren Rahmen und die Computer. Dann er hat Koks adaptive gesagt. Steuereinheit. Ach, das ist Teil 5 des Projektes vom Weltraumfahrstuhl. Schade. Das sah aus wie eine intelligente Pipeline oder sowas. Ja, stimmt. Jetzt, wo es das. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Das sind die. Teil 4 und Teil 5 sind sogar schon hier drin. Okay. Und alternative Flüssigkeitstransporte. Und da wirst du mich gleich hassen. Wieso? Wenn du das erste Ding siehst. Bei Stufe 5 alternativer Flüssigkeitstransport. Ach, du kannst gerade nicht reingucken, wa? Ich doch. Ich sehe es und okay. Du willst, dass ich das dann austausche. Ich hab schon gewusst, dass es die gibt. Ist doch okay. Vielleicht kann man die sogar upgraden. Oh, das wäre cool. Hm? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die sind deutlich größer. Guck mal. Weil das sind 1200 Kubik, die da reinpassen, anstelle von 300. Ja gut, die sind ja wahrscheinlich ein Riesenklopper. Ja.
Aber flüssiger Biokraftstoff. Da können wir dann unsere Idee umsetzen mit der nächsten Etage. Jo, das stimmt natürlich. Ich habe dich leider nicht gehört, mein... Flüssiger Biokraftstoff. Guck mal den letzten Artikel aus dem... Hörst du mich? Hallo, Robin? Oh, ja, okay. ja. Energieeffizienteste Form von Biomasse. Okay, also dass man dann wahrscheinlich Briketts zu irgendwas anderem, also hier zu Öl verarbeitet sozusagen. Und was, aber... Und dann gibt es hier noch den verpackten Biotreibstoff, verpackte Schwerölrückstand... Rückstand, oh Gott. Ja, ich krieg auch schon wieder Albträume, wenn ich Rückstand und so einen Kanister sehe. Ja. Flashbacks. Aber jetzt, mein Lieber, sobald, also wenn wir das machen, dann sage ich dir, ich habe mich, wie gesagt, schon mal versehentlich gespoilert. Mehr oder weniger als versehentlich. Und ich sage dir, die Uran-Geschichte war noch ein Lacher. Okay. Hier brauchen wir richtig Gehirnschmalz. Ja, also nicht einfach Uran in die Base leiten. Nein. Okay. Nie wieder. Ja. Vielleicht machen wir auch nie wieder irgendwas mit Uran, keine Ahnung. Ja, Öl reicht eigentlich, ne? Robin! Oh, Brennstoffgenerator ist neu. Achso. Also hat sich ein neues Bild. Wo denn? Ist ein neues Gebäude sozusagen. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Bin ich blind? Und dann quietschen wir bestimmt gerade wegen dem Jetpack? Ja! Ja. Stufe 6 erweiterte Energieinfrastruktur. Der Brennstoffgenerator hat ein neues Modell bekommen. Ja, okay. Stimmt. Weil, dreimal darfst du raten, Pipeline. Ja, schon klar. Das könnte alles so einfach sein, ne? Ja. So gut, ich würde sagen, das war jetzt das Ende der Staffel, oder? Was meinst du? Nein. Ja, ist vorbei, Mike, jetzt, ne? Also, ist vorbei. Also ab jetzt ist keine gute Laune mehr. Jetzt werden wir bloß noch hier rauchende Köpfe abgießen. Da noch mehr von den Dingern. Mobile Miner? Ja. Ja, Standardplatz, ne? Ja, ich wollte mich gerade die zwei da hochstellen. Gut. Gut, sind wir uns ja einig. Schön. Ach ja. Ja, das ist doch eine schöne Endposition hier. 37 jo. Minuten, schon wieder Überlänge hier, ganz viel. Ich würde einfach mal sagen, von jetzt an baut nur noch Mike und wir machen Dinge. Eine Ausbildung zum Architekten und Flüssigkeitsmensch. Und Ingenieur, genau. Mhm. Was? Also wir machen ein Fernstudium und du baust? Was? Genau. Ja, na du, ja, du baust was mit wir, ER dahinter? Du baust und wir denken. Ah, okay. Ja. Du baust und wir denken über die Schäfchenwolken hier oben nach. Das ist ein guter Plan, aber Kaffee ist besser. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Jetzt habe ich sogar eine Aufnahme. Ich habe dieselbe gemacht, ohne zu sehen, was du gemacht hast. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir uns weiter Gehirnschmalz suchen, irgendwo hier wird ja bestimmt was sein, dann schaltet doch morgen wieder rein. Macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.